chamber music is classical music composed for a small number of instruments and gets its name because it traditionally needed to fit into a palace chamber or a small room. Chamber music has been described as music for friends, and in my experience of it, it is a much more intimate way to make music with one instrument per part and no conductor. Solgerwetter, warum sollen Leute in ein Kammermusikkonzert gehen, statt einfach ein großes Orchester sich anzuhören? Ich glaube, dass das, was in einer Kammermusik passiert, die Kommunikation, die man zwischen zwei Menschen hat, kriegt man es fast nicht mit einem großen Orchester. Nur nicht aufgrund, weil die Musiker nicht auf diese Intimität hinkommen könnten, aber weil es zu viele sozusagen Seelen, Stimmen, Art und Weise zu denken gibt. Und wie schafft man hunderte von Leuten, denke ich immer, in eine gleiche Stimmung zu kommen? Es ist wirklich etwas ganz Intimes und Besonderes, was ich sonst grundsätzlich mit Orchester einfach schwer zu finden ist. Wie ist es mit Kammermusikpartner aussuchen? Also in meiner Erfahrung ist es so, du sitzt in einem Kammermusikensemble mit ein paar und mit manchen weißt du sofort, das klappt. Und mit anderen, egal ob die fantastische Musiker sind, du denkst, man muss sich einfach mehr Mühe geben, weil es dann die Sprache ist einfach anders. Und du und Bertrand zum Beispiel, ihr habt so eine Harmonie auf der Bühne. Wie sucht man sich das aus? Wie habt ihr euch gefunden oder habt ihr das erarbeitet? Wir haben uns eigentlich nur getroffen in einer Bar am Schluss des Festivals. Da fangen die besten Partnerschafts an. Aber wirklich 10 Minuten nur vor allem, weißt du? Das kann wirklich sein, ich weiß es nicht. Und dann vor allem waren wir Freunde. Wir waren wirklich nicht Kammermusikpartner am Anfang. Und diese Intimität wurde von Anfang an da, ich glaube, schon aufgrund unserer Freundschaft. Man lässt den anderen auch viel mehr Raum. Ich glaube, Vertrauen muss auch da sein, ja, dass man absolut weiß, dass wenn man was anderes ausprobiert, dann macht der andere gleich mit. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich unter Musikern. Vielleicht auch, wenn jemand nicht mitmacht. Ich habe auch nicht ein Problem damit, sondern manchmal bin ich angeregt. Ich mag auch, wenn jemand mit einer starken Persönlichkeit eine eigene Meinung hat. Ich brauche eigene Meinungen. Idealismus, Vision, das fehlt meistens. Aber wenn das da ist, ich habe kein Problem, mich anzupassen, weil es für mich nicht eine Anpassung ist. Es ist besonders, einen Weg gemeinsam wie einen Zopf zusammenzufinden. Eigentlich, ich langweile mich viel mehr, wenn ich jemanden habe, der immer zu mir sagt, in Ordnung, mache ich. In Ordnung, mache ich. Das merkt man bei euch, dass es wirklich eine sehr equal Partnerschaft ist. Und das ist was Besonderes. Aber denkst du, das merkt das Publikum auch? Ja, ich denke vor allem, weißt du, du sprichst über Musik, was natürlich unser zentraler Schlüssel ist. Aber wir sprechen selten über Wesen. Wirklich, ich glaube mittlerweile mehr und mehr, dass es nicht nur pur Musik ist. Musik, es ist absolut extrem wichtig, wenn du spürst, dass die andere Person, du spürst auch die Generosität der anderen Person und den Charakter, die Persönlichkeit und was diese Person praktisch als Stempel hinlegen will gegenüber dieser Interpretation. Aber du musst die Person auch eben vertrauen und respektieren vor allem. Vielen Dank, viel Spaß heute Abend im Konzert und wir freuen uns auf dein Kammermusik. Danke dir.